Das letzte Mal, dass ich dieses Spiel hier hochgeladen habe, war das, naja, Lost, würde ich mal behaupten. Aber heute wird es ein bisschen besser. Aber nur so ein bisschen. Aber es ist dennoch ein cooles Game. Es ist nämlich Phasmophobia, was heute wieder gespielt wird. Gemeinsam mit Kevin, Danny und Toni. Also der Pepega-Squad ist vollendet. Der Einzige, der noch ein bisschen Gehirn mit mir hatte, war Karl und der ist nicht dabei. Es waren trotzdem lustige Runden. Wir haben ein bisschen Progress gemacht. Ich würde sagen, überzeugt euch selbst davon, ob der Eisler auch hier smart genug ist. Lasst gerne ein Like da, um das Game und das Projekt zu unterstützen. Ist nicht so ein Projekt, was so häufig geviewt wird wie Among Us, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr cool und im Stream kommt es auch mega gut an. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Guck mal, ich leg mich auf die Couch. Mit mir auf die Just chillin. Vibe check. Warte, ich will das auch mal sehen, wie es aussieht. Also, die Physik sind im Game sind 10 mit 10. So sitzt Danny immer in seinem Stream rum. Danny, ich kenn niemanden, der so eine scuffed Körperhaltung hat wie du, Junge. Junge, ich hab auch eine Skoliose. Also ich hab nicht einen. Warum hab ich eigentlich Rückenschmerzen? Danny sieht im echten Leben aus wie Gollum, wenn er geht. Was für Gollum, Bruder? Wait, Danny fliegt. Danny ist der Geist. Ja, lass, ich nehm Thermometer. So. Ich nehme meine Chain mit, aber aus Holz. Nimm mal Kameras mit, ja. Ich nehm den mit. Ich habe zwei Kameras mitgenommen. Ich habe auch eine Kamera. So, Jungs, Mädels, aufhören. So, also der Geist heißt Richard Brown. Er greift Gruppen und Leute an, die alleine sind. Wir brauchen Kruzifix, wir müssen dreckiges Wasser fotografieren in dem Waschbecken und wir müssen den Bereich des Geistes mit Räucherstäbchen reinigen. Ich habe Thermometer, ich suche erstmal den Raum und dann stellen wir Kameras auf, okay? Okay, ich bin drin, Jungs. Ihr könnt mal noch mit mir reden. Hallo, könnt ihr mich hören? Ja, ja. Kevin, wir sind ineinander. Ich bin sehr chillig hier. Ich geh direkt mal in den Keller. Ich geh direkt mal in den Keller. Du hast nicht over gesagt. Over. Okay, over. Haben wir Foto? Haben wir Foto? Wie mache ich ein Foto? Ich hab ein Foto. Da brauchen wir die andere Kamera, das ist die falsche. Mit der können wir nur Vlogs machen. Runterbeugen und dann, genau. Steht. Let's go weiter. Okay, hab. Ja, der Geist muss oben sein. Hier ist kalt. In dem Zimmer ist kalt. Ich hab jetzt noch kein dreckiges Wasser gefunden. Daniel, ich geh mal nach unten und gucken da nach dreckigem Wasser. Warte, hier oben schon? Hier ist ein Bad. Hier ist aber sauber. Licht angemacht, oder? Ich suche mal nach Fingerspuren, Fingerabdrücke. Toni, ich glaube, der Geist ist in dem Raum, wo du gerade bist. Nein, wir haben noch Zeit. Der kommt erst nach 5 Minuten. Ja, eine Minute circa. Aber das ist der einzige Raum, wo es kalt ist. Oh, ich höre Sachen schon wieder. Ist die Tasse da gerade umgefallen? Was? Die Tasse ist ja gerade umgefallen. Oder? Ja, die Tasse ist umgefallen. Warte, ich stell mal hier die Kamera auf. Der Geist ist hier. Bro, Danny, don't mach nicht diese. Nein, das war nicht Danny. Kommt hoch jetzt zum Geist, Pussies. Also der Geist ist safe hier drin. Da ist wieder was umgefallen, ja. Oder? Da ist wieder was umgefallen. Ah, auf, Winnie. Jungs, kommt ihr mal bitte nach oben, over. Lass mich jetzt nicht ausmachen, actually. Komm jetzt hoch, Danny, kommt her. Hey, also. Leute, kommt ihr mal? No. Hier ist der Geist bei uns oben. Ja, lass mal die Kameras aufstellen, der Geist ist hier oben. Ich geh nochmal kurz zum Truck und check die Kameras, ne? Stell doch noch eine Kamera in die andere Ecke. Ich schau gerade, ob ich einen Geist da absehe. Könnt ihr die Taschenlampen kurz ausmachen dann? Wie platziert man nochmal? Over. Mit F. Stehst du weit oben, wenn du es am Boden setzen möchtest von da. Ducken. Der Geist kommt in 10 Sekunden übrigens, ne? Der Geist ist jetzt gleich da. 5 Sekunden. Ab jetzt ist der Geist da. Ne, die haben die ganze Zeit Licht angehabt. Ja, da, hast du gesehen? Da, ist ja. War noch. Okay. Safe. Jungs, Geisterorb ist safe. Ich geh kurz mit dem Kollegen reden. Nee, warte, lass zuerst andere Sachen checken, bevor wir mit ihm reden. EMF und sowas. Und wir müssen auch ausräuchern. Haben wir Räucherstäbchen? Wo sind die Räucherstäbchen? Hier, ne? Nee. Doch, hier haben wir. Hab schon. Kann wer Feuerzeug mitnehmen? Sick. Oder hier, ich leg die nochmal hin, Nimm die Wander mit. Lass uns mal gemeinsam reingehen, aber noch nicht provozieren. Erstmal scouten. Wie heißt du? Hör auf jetzt! Wir müssen noch nicht mit ihm reden. Warte mal. Was hast du gesagt, Antonia? Ob ihr auch rechts und links und schwarz und weiß habt oder auf dem Weg. 5er EMF. Nächster EMF. Ja, es ist 5er EMF. Fix dabei? Weil ja, hab ich. Wo bist du? Hör auf! Oh. Ja, das war's, Alter, wir sind tot. Wie heißt du? Warte mal, leg das Kruzifix dahin. Er ist nicht mehr hier. Doch, hier ist nichts. Doch, er ist hier. EMF war gerade 5. Kruzifix dahin. Ich weiß nicht, ob er hier drin ist. Ich glaub schon. Ey, wenig EMF von 5 ist doch auch eine Sache, die wir eintragen können, oder? Ja, hab ich. Komm mal, wir müssen in den Keller gehen. Ich glaube, das Licht ist aus. Okay. Nein, Licht ist auch da. Ne, Moment.
Wo bist du? Richard Brown, du bist ein Loser. Boah, ich fühle mich so unwohl. Daddy, Ruhe bitte. Warum? Wo bist du? Raum Junge, hier. Kevin, hör auf! Ich glaube, es ist in dem Raum hier. Wirklich, Victor, hier ist gerade was umgekippt. Er hat schon gesteppt. Er hat schon gesteppt. Ich habe schon was gehört. Richard, du hast ein Klappbügel. Oh mein Gott. Er schreibt ins Buch, oder? Was war das? Hat er ins Buch geschrieben? Bro, ich hab Capri-Sonne getrunken. Kevin, oh mein Gott, Danny. Oh mein Gott, Danny. Buch, Junge. Danny. Digga, es hat sich legit angehört, als würde er irgendwo schreiben. Danny, zwisch dir so eine Capri-Sonne durch. Ich hab das Buch reingelegt jetzt dahin. Ja, ist nicht mehr hier. Er ist nicht mehr hier. Der ist okay, nicht mehr hier. Nein, er wird aber hier drin wieder sein. Wenig Craft, ich mach nein, Licht aus und wir gehen raus. Können wir nicht einfach gehen und raten? Weil wir haben noch zwei Hinweise, oder? Ich geh mal kurz in den Keller, ja? Toni, das wäre die. Oh mein Gott, Kevin, mach das nicht. Tot leben. Das ist richtig Horrorfilm jetzt so. Ich geh mal in den Keller, Jungs. Alleine. Wo bist du? Kevin, der wird nicht mit uns reden, das ist kein Geist. Hilfe! Ich glaube, bei dir ist irgendwas um. Er ist oben im Raum, ich geh vor alleine an, ich hab nichts gedrückt. Dann lass mal zurück. Wo bist du? Wo, Danny? Ich hier, ja. EMF geht hoch. Der ist wieder drin. EMF geht hoch. Er ist wieder drin, ja, actually. Soll jemand an die Kameras gehen vielleicht? Soll ich an die Kameras? Nein, ist egal. Wo bist du? Der redet nicht mit uns, ja, Bro. Ja, das sag ich dir seit 5 Minuten. Der hat gerade das Licht angemacht davon alleine. Er hat das geschrieben, die. You gonna die. Hat er echt? Im Buch. Oh, er hat geschrieben, wir haben den dritten Beweis. Ja, dann raus hier. Ja, warte, aber wir müssen noch die anderen Tasks machen. Waschbecken und so ein Scheiß. EMF5 und der letzte. Geisterbuch. Es muss ein Shade sein. Toni, wir haben den letzten Beweis. Es ist Geisterkugel, nice. EMF Ebene 5, Geisterbuch und der Geist ist ein Shade. Wir sollten die Knochen fotografieren, by the way. Holt mal eine Kamera und fotografiert die Knochen, die am Boden liegen, bitte. Direkt am Eingang, Küche hier links. Hier direkt links ran. Du weißt nicht, wo die Knochen sind, Toni, ne? Sorry, Alter. Aber warte, ich muss noch Räucherstäbchen im Raum, ne? Ich muss Räucherstäbchen. Oh Mann, Alter, das ist verpennt, Danny. Wir müssen noch alles machen, by the way. Ey, wir müssen noch alles machen, ne? Wir müssen noch, auch Kruzifix und sowas, ne? Lass mal hochgehen. Komm mal mit, wir müssen Kruzifix machen beim Gast. So, ich muss den Knochen noch aufheben, ich hab den noch nicht aufgehoben. Und habt ihr das Buch fotografiert? Mach den Kruzifix. Toni, kannst du das Buch fotografieren? Ja, mach ich, warte. Hab. Kann ich's mitnehmen? Nee, kann man nicht mitnehmen, ne? Doch, wenn du Platz hast schon. Aber du hast ein Bücher getankt, oder? Dicke, ich sehe nirgendwo ein dreckiges Bad. Ja, hier ist noch ein Badezimmer. Ah, da muss es sein, hundertprozentig. Oh mein Gott, was war das? Das war ein Vibrator im Schrank. Hier hat irgendwas vibriert. Oh mein Gott. Ist dreckig hier? Kein dreckiges Wasser hier. Unlucky. Nein. Oh mein Gott, wollen wir einfach gehen? Oh Gott. Hier, EMF schlägt aus. Er ist close. Wart ihr schon hier? In dem Wing? Wo bist du? Der will nicht mit dir reden, Kevin. Hier ist auch kein dreckiges Wasser. Ich glaube, hat sich in den Keller verpisst, der Gast. Oder? Wie hieß er nochmal? Richard Brown. Ich will kurz wissen, ob das EMF hochgeht. Richard Brown. Richard, du Loser. Hast du die Tür zugemacht? Ja. Okay. Okay, ich hab sein MacBook versteckt. Der wird mega sauer sein. Ja. Der Idiot. Okay, lass nochmal runtergehen, vielleicht in den Keller. Ja, aber wir kriegen ja extra Geld, wenn wir die Beweise sammeln. Kommt ihr mit? Ja, dude. Ja, wir kommen alle mit. Richard Brown. Sag's nicht zu oft, ne? Richard Brown. Hör doch auf jetzt. Kevin. Richard Brown. Oh, wir müssen die Wasserhähne andrehen, wie Idioten, Junge. Wir laufen rum, wo uns kein Wasser ist drin. Wir müssen die Wasserhähne andrehen, wie Idioten. Ja. Wie geht das? Okay, ich gehe in die Kitchen. Richie, du hast einen kleinen Schwanz. Oh, Jungs. Probleme hier oben. Es flackert. Kevin ist tot. Er trampelt. Raus. Wir können nicht, die Tür ist zu. Raus. Die Tür ist zu. Versteckt euch, Licht aus. Macht Licht aus. Oh, alle ins Eck, ich geh nach hinten zu Velicraft, moin. Licht aus. Tony, mach los bei mir. Wie mach ich das aus? Mach ein Bild von ihm. Ich steh irgendwo hinter dem Schrank. Licht ist wieder an, ist ihm gestorben. Wo seid ihr? Er ist nicht hier. Ich hab Kruzifix noch, ne? Oh mein Gott, können wir bitte rausgehen. Ja, nee, warte, okay, lass das Wasser machen, wir wissen jetzt, wie das Wasser geht. Ja, wir können das Wasser einschalten, anmachen. Wir können das anmachen. Einfach draufklicken. Ja. Hier ist sauber. Sauber. Habt ihr die Kamera? Oben. Das ist nach oben, ja. Oh mein Gott, Hilfe! Ich flackert. Raus, ich bin tot, lights out, ich bin tot, ich bin weg. lights out. Ja, hier ist aber kein dreckiges Wasser. Oh mein Gott, es kommt, ich bin tot. Ja, Toni ist tot. Ich bin tot, Junge. Hier ist der Geist, ich sehe ihn vor mir, er steht vor mir. Er stand hier gerade noch. Oh, Toni ist stuck!
Wenig oder deine Chance. Nein! Oh nein! Oh nein! Haben wir actually ausgetrieben, ja, Do? Warte mal, ich will wissen, ob wir ob das Kruzifix funktioniert hat. Ich geh kurz checken. Ey, ihr müsst die Sachen von Toni dann mit rausnehmen, ne? Just saying. Und Danny, stell mal einfach Räucherstäbchen auf den Boden auf, da wo du gerade bist. Ey, wir haben noch nichts gemacht. Ey, Danny, du musst die Räucherstäbchen aufstellen, wo der Geist ist. Ey, könnt ihr Toni denn fotografieren mit der Kamera? Wir brauchen ein Foto. Ich glaube, hier wird's sein. Sauber. Ne, wir haben noch ein Bad, wir haben noch ein Bad. Es gibt noch eins. Licht flackert wieder. Erste Etage bei Hotbox bei 40 Grad. Wohin? Licht hat wieder geflackert gerade. Hier muss es sein. Auch nicht, Junge. Warum ist das Wasser so sauber in so einer scheiß Wohnung? Vielleicht muss es erst voll laufen, dass es dreckig werden kann. Oder vielleicht wird es dreckig über Zeit. Ja, hab ich auch überlegt. In der Küche ist Geschirr drin und da ist es sicher dreckig, oder? Lass mal runtergehen. Junge, Toni ist immer noch stuck. Muss voll sein. Au, es wird anscheinend nur dreckig, wenn der Geist selber das anmacht. Nee, einfach anlassen, dann wird selber direkt gemacht irgendwie. Okay, dann lass raus, aber wenn ich noch mehr Verlust mache, haben wir Millionen verloren. Das ist aber allerdings wahr, ja. Ey, hol mal das Zeug raus. Komm, bring mal das Zeug raus. Junge, Tonis Kopf ist hier durch die Wand, guck mal draußen. Okay, lass mal das Zeug ins Auto bringen, was wir saven können. Wir müssen Tonis Zeug erholen. Und habt ihr ein Foto von Tonis Leiche gemacht? Nee, ich mache jetzt. Okay. Von außen oder von innen? Ja, von innen, glaube ich. Oh, Danny, warte. Warte, geh nicht rein. Es ist 10 Aktivität, komm raus. Und wir haben nur noch super low Sanity, ne? Wir haben immer noch nichts geschafft. Wir haben noch nichts geschafft? Ja. Wir sind richtig ass einfach. Holt ihr Zeug und ich bleib bei Cam. Okay, was ist denn aber das Zeug von Toni? Ja, die hat, keine Ahnung, die hat ein bisschen Zeug halt einfach. Ich weiß nicht, was das ist. Einfach schnell die rechts um die Ecke und mitnehmen. Ja, sicher, irgendwas halt, ne? Hier UV-Lampe. Nimm ein Zeug mit und dann raus einfach. Ja, ich hab irgend so ein Joint. Das sind die Räucherstäbchen, lass die liegen. Die sind schon used, da liegt aber noch was. Es ist auf jeden Fall noch irgendwo ein paar Camps, aber ich weiß nicht, welche Camps gehört hat. Kommst du, Kevin? Ja, ich hab den fetten Blunt mitgenommen, aber ich hol gleich noch die Taschenlampe da. Wollen wir alles einfach einsammeln? Ja, da muss aber Danny mitkommen. Ja, nur mal sicher, aber ja, komm nicht, mit. Wer was hatte so. Dann komm mit, Danny. Nein, ich bin vier, ich hab Low Sanity, Bro. Dude, Alter, willst du mich verarschen? Wir haben alle Low Sanity, komm mit. Kevin, warte. Jetzt komm doch mit, Danny, hallo. Holy shit, Bongos. Das Licht war gerade, Benny. Oh mein Gott, zieh mich ein. Wir sind tot, das war's. Ey, das ist insane. Ist er hier oder was? Hört ihr mich? Ach, hör mir doch auf, Alter. Also Kevin stampft wie ein Idiot im Haus rum und ich werde umgebracht, wenn ich reingehe. Junge, ich dabbe im Eingang. Hä? Yo, sein Hals einfach overtwisted. Junge, ich dabbe im Eingang. Nee, warum ging das nicht? Ich hab's doch richtig gemacht, oder? Mit dem Kruzifix, oder Chat? Als der kam und Heartrate war, habe ich mich versteckt und als er näher kam, habe ich's gedroppt. Das ist doch richtig, oder? Oder muss ich's halten? Ich hab's auf den Boden gelegt. Ich glaube, man muss Kevin nochmal erklären, dass das Game auf Sound reagiert. Der rennt einfach durchs Haus und liest Donuts vor. Ey. Hast du richtig erkannt? Muss gemacht. Hä? Das war okay. Toni, wie viel Geld hast du bekommen, Toni? Toni ist einfach geliefert. Oh mein ja. Gott. Er steht so komisch da. Siehst du das, wie er steht? Kevin, du siehst aus wie so ein Sims, der sich gleich anpinkelt. Kevin sieht aus wie so ein Sims, der sich gleich anpinkelt. Real Talk. Junge, weg von mir! Junge, weg! Das ist eine Belästigung hier. Das ist eine Belästigung. Wir halten deine Hände bei dir, du Sau. Der ist gerade so eine komische Karen. Die versucht einem irgendwas zu erklären. Ja, so Ruth Johnson. Wenig kann man hier eigentlich seine Dings machen, hier seine Butze aufputzen. Toni, kannst du aufhören, uns mit Lackflaschen abzuwerfen? Lack! Ah, Baby! Lack, ich geh klot, plötzlich zwei Männer da, was das, Lack? Yo, Kevin! Oh, da ist sie wieder, unsere Ausdruckssensorin. Ey, depp mal! Ah, du Scheiße. Oh, er kann fliegen! Jetzt Zehenspitzen, hallo! Schau mal hier unten! Was ist das denn? Wir sehen deine Zehenspitzen! Wir sehen, dass du auf Zehenspitzen stehst! Mach mal Kevin, drück dich mal fast mal an meinen Fuß an! Jo! Das sieht irgendwie so aus. Komm her! Komm her! Bro, was macht der? Er packt deinen Kopf! Ich hab den Kuss gegeben! Ah, süß! Oh, Toni, hallo! Ich will die Geister das hier sehen. Junge, ich würde so rennen, Alter. Wenn so ein Typ in mein Haus reinkommt. Da wird gerade ein Exorzismus bei dem gemacht. Schau dir den an, den Jungen. Nice one, Danny. Oh mein Gott!
Ja. Wir haben keine Thermometer mehr, unser Thermometer ist hops gegangen. Okay, der Geist heißt Donald Davis und er geht auf Gruppen und Leute, die alleine sind. Wir brauchen wieder dreckiges Wasser. Also er geht auf alles. Ja, er geht auf alles. Kevin? Ja? Was machst du? Ja, ich hab Probleme hier unten. Was? Ich hab Probleme. Ja, das wissen wir. Kevin, du bist ein bisschen in der Wand drinnen. Du hast das aufgesammelt? Junge. Kevin, wir hören dich gar nicht, du bist viel zu weit weg. Wie so eine alte Oma, Alter. Könnt ihr mir das aufheben? Johnny, es fällt auch immer wieder runter. Wir müssen, ein Teammitglied muss Zeuge eines Geisterevents werden. Wir müssen mit dem EMF was finden, dreckiges Wasser im Waschbecken fotografieren. Und der Geist geht auf alleine so wie Gruppen, er heißt Donald Davis. Hey Kevin, was machst du auf dem Scheißschrank? Tschüss, chillen. Ganz normale Position zum Chillen. So sitzt ein Gamer in ihrem Gamer-Studio, wo sie Rückenschmerzen haben. No joke. Kurz noch Yoga machen. Okay, wir können. Okay, dann let's go. Nehmt Kameras mit, ne? Kameras. Sollen wir wieder aufnehmen? Okay, ich glaube, ich spiele die Map alleine. Halt, Real Talk. Wait. Ey, wie hieß der Geist nochmal? Weißt du das noch mal gerade? Donald Trump. Donald Johnson? Donald Trump, bist du hier? Ich hab einen Knochen, Donald Davis. Kevin! Was vibriert denn hier? Ey, stell mal hier bitte Zeug auf. Hallo, Leute. Hier ist der Geist. Ich hab nur eine Karte. Hier ist der Geist. Wo ist der Geist? Der Geist ist hier drinnen. Wo ist eine? Hier ist ein Knochen am Boden. Kann wer ein Foto machen? Ja. Ich hab keine hat eine Videokamera. Da am Boden. Wenig, wo ist der Geist? Hier drinnen. Ich hab hier schon eine Dings aufgestellt. Ich hab hier schon eine hingestellt. Stell andere deine hier auf den Tisch oder so. Na warte, der Tisch ist blöd. Wo bist du? Stell hier in die Ecke am Boden. Hier. Oh mein Gott, so hin. Kevin. Hier. Siehst du? So in die Ecke, dass es da? In den Raum guckt, ja. Ja, chill. Ich seh nicht. Du musst dich bücken dafür. Nein, Mann. Du musst dich bücken. Jetzt. Ja, steht die? Ja. Ist die an? Yes, sir. Die ist blöd grün. Es könnte auch sein, dass er hier ist, aber ich glaube ja nicht, ne? Hier ist noch ein Schlüssel. Wo könnte er sein, Medi? Weil ich suche gerade nach Fingerabdrücken. Wo könnte hier vibriert die ganze Zeit. Was hört ihr das? Habt ihr das gehört? Habt ihr das vibrieren gehört? Es hat irgendwo was vibriert. Der Geist ist extrem aggro einfach. Wir haben die ganze Zeit 10 Aktivitäten schon. Ist er in dem Raum, den du da hast? Ich habe mehrere Kameras aufgestellt. Ja. In dem Raum müsste er sein eigentlich. Lass mal gucken, ob wir da was sehen, oder? Was ist das da am Boden? Siehst du das? Das ist der Orb. Ist das ein, ja, das sieht so ein bisschen... Es bewegt sich nicht. Ey, mach mal das Licht nicht an, bitte. Sieht ein bisschen aus wie ein Orb, ne? Aber es bewegt sich halt nicht, ja. Ich glaube, das ist einfach nur irgendwas, was am Boden liegt. Nee, wieder Knochen oder so. Geh mal auf die Cam, wo du glaubst, dass er einer ist. Ja, ich habe 2 Cams in dem Raum. Einmal die hier. Jungs, könnt ihr das Licht ausmachen? Macht ihr da gerade ein Lagerfeuer? Wie Kevin da durchläuft. Das heißt, also, und der Geist hat die Kameras geswitcht, oder? So insane, Scuff. Hast du die Kameras geswitcht? Nee, ich habe nicht geswitcht. Dann hat der Geist die Kameras geswitcht. Okay. Jungs, was macht ihr da? Kevin, das sagst du. Toni, sag doch mal bitte, wie der Geist heißt. Über Walkie-Talkie bitte, ich hör's nicht. Danny! Ja? Gib Feuer, Bruder! Hier, Bruder! A und B, Walkie-Talkie? Ja, B. Jetzt haben wir dich gehört. Ja, Donald Davis und ja, ich höre euch. Okay, alles klar, danke. Ich beobachte mal die Räume, wo die Kameras aufgestellt sind. Irgendwas. Habt ihr gerade die Tür zugemacht? Nee. Jungs, hier ist die Tür zugegangen. Nein. Wo? Oben. Ja, der Geist ist oben. Holt die Kameras, der Geist ist oben. Holt die Kameras. Ja, er ist in einem von den Räumen hier. Kannst du mir helfen? Ich hab Angst. Hier ist er, EMF 5. Toni, EMF 5. Yo, Pussy Bitch. Wie alt bist du? Wo bist du? Er ist close. Raus. Ja. Stell die Kamera auf. Hast du die Kamera aufgestellt? Ich hab die Kamera. Okay, raus hier. Okay, wir haben zwei Hinweise. EMF 5 und Geisterbox. Es muss Jin oder Oli sein. Wir haben da oben eine, die hat Danny Skaft aufgestellt halt. Ja. Die hier gerade. Ja, genau, das ist meine Kamera. Ich würde gerne das Geisterbuch nach oben legen. Kommt ihr mit? Hallo? Yo, Minicraft. Komm mit, Kevin, komm. Ich guck
guck mal, ich warte mal noch kurz ein paar Minuten, weil ich glaube, hier ist kein Geist da oben. Hello, Sir. Haben wir die Kamera so ein bisschen scuffed aufgestellt? Vielleicht können wir ihn mal besser platzieren. Jungs, hier liegt kaputter Teller. Ja, oha, das ist ein Zeichen für geil. Nein, Zeichen, dass du doof bist. Spaß, bin Fan. Veni, sieht man in der Cam den ganzen Raum? Ich hab nur eine zweite aufgestellt jetzt. Der ist schon die ganze... Oh Hi. Mein Gott, Kiste. Auf wie viel ist der Puls? Oh mein Gott. Nicht, na, geht so. 65, komplett gechillt. Also ich glaube, wir werden keinen Geisterorb sehen, weil es muss ein Djinn oder ein Oni sein. Und die haben beide keinen Geisterorb als Beweis, glaube ich. Ich schwöre, Kevin mit VR ist so ein richtiger Achtjähriger, der gerade Fortnite spielt. Ja. Da war ein Orb, da war ein Orb. Da war ein Orb, Warte, lass mal warten, ob wir nochmal sehen. Das Warten hat sich gelohnt, Lass mal warten, ob wir ihn gleich nochmal sehen. Oh, ja, der war einer, oder? Okay, Kevin, schreib rein. Ja. Schreib rein EMF und Geisterbox. Als erst EMF und dann Geisterbox. EMF, Geisterbox und Geisterkugel, das ist ein Djinn. Minua, ich zünd dein Buch an. Das Ding ist, wir müssen ein Teammitglied muss Zeuge eines Geister-Events werden. Oder fahren wir einfach. Wir haben alle überlebt, wir können auch einfach fahren. Lass durchziehen. Ja, scheiß auf, Digga, lass. Jungs, ich werf all mein Zeug in Hadeland. Peter Pan, wir machen den Laden zu. Ab zu Meckes, easy, Alter. Oha, 35 Gewinn. Nice, nice, nice.